Stadt hinter uns gelassen. Ist auch schon ein ganzes Stück her. Wir sind jetzt schon an Lake Tahoe vorbei. Wir sind gerade hier an so einer Interstate Highway irgendwas rausgefahren, weil ich hier einen Wasserfall gesehen habe. Und ich dachte mir, der Wasserfall ist so schön, da können wir mal rausfahren. Und das ist meiner Meinung nach alles Schmelzwasser, was hier runterkommt. Es ist jetzt auch ein bisschen lauter. Zeigt euch das mal. Das kommt halt alles aus den Bergen, denn wie uns die gute Frau im Hotel schon gesagt hat, es war ein harter Winter. Ein Rekordwinter. Und jetzt schmilzt halt das ganze Wasser. Hier sind 26 Grad ungefähr, 26, 27. Und wir haben auch Flüsse gesehen, die sind so voll mit Wasser. Ich habe keine Ahnung, ob ihr mich verstehen könnt, aber ich erzähle es euch trotzdem. Und ja, ich dachte, das zeige ich euch jetzt auch mal. Ist eigentlich schön mit anzusehen. Wenn hier so das Wasser runterkommt, wäre die Straße nicht, dann wäre es noch schöner. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug gefallen. Und ich denke mal, das nächste Mal sehen wir uns wirklich erst in Sacramento wieder. Wir haben ungefähr noch eine Stunde zu fahren. Es ist also noch ein Stück. Aber das wird schnell vorbeigehen. Bis gleich. Und da sind wir angekommen in unserem Zimmer im Days Inn and Suites, heißt das, glaube ich. Und ich muss sagen, hier gefällt es mir besser als im letzten Motel. Der ist mehr so hotelähnlich hier. Gefällt mir auf jeden Fall besser, ist größer. Hier ein schönes, chilliges Sofa mit Tisch, Nachttisch, großes Bett. Dann haben wir hier einen Fernseher. Und dann geht es hier weiter zu dem Tisch, den ich schon zugestellt habe. Mit Essen und Trinken. Hier haben wir, naja, nicht unbedingt einen schönen Ausblick auf die Interstate. Aber von hier sehen wir unser Auto, das ist ganz gut. Ist praktisch. So. Und ja, hier ist noch eine, ja, so eine Schminkwaschdingsecke irgendwie. Das ist auch schön. Gefällt mir. Und jetzt gehen wir einfach mal in das sehr kleine Bad. Aber reicht. Toilette drin, Badewanne drin. Die Duschen sind immer so festgemacht. Ich bin noch klein, das braucht ihr nicht so hoch. Ich muss die immer irgendwie runterstellen. Aber naja, hier ist auf jeden Fall richtig schön. Mir gefällt es hier. Draußen gibt es auch noch einen Pool. Weiß nicht, ob wir da hingehen, weil da sind kleine Kinder drin. Und die spritzen immer so. Da wird man nass, obwohl man gar nicht nass werden will. Deshalb, wir gehen jetzt erstmal shoppen, Essen holen im Walmart oder so. Juhu, ein neues Problem. Und zwar waren wir ja einkaufen. Wir haben uns gedacht, Mensch, kaufen wir hier auch einmal Alkohol. Da haben wir das ganz normale, so Bacardi und lecker Coca-Cola. Ohne Coca-Cola geht einfach nichts. Und dann haben wir uns noch gedacht, Mensch, Kalifornien, schöner Zinnpfandelwein. Jetzt haben wir folgendes Problem. Der hat einen Korken. Und wir haben keinen Korkenzieher. Das heißt, wir haben jetzt hier mal mein Nagelset ausgepackt, haben diese Schere rausgesucht und damit werde ich jetzt versuchen, die Flasche zu öffnen, beziehungsweise den Korken da irgendwie rauszubringen. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Ich tippe auf, ich schaffe es nicht, aber naja, man kann es ja mal probieren. Vielleicht ist er ja nicht so fest drin. So, erstmal ein Stückchen rein. Oh. Ein Stückchen mehr rein. Thank you.
Becher. Zähneputzen wird halt lustig. So gebe er mir einen Becher. Ja, man muss sich nur zu helfen wissen. In deinem Rucksack. Jetzt haben wir auf jeden Fall Wein. Der riecht ein bisschen komisch. Liegt vielleicht am Kuchen. Oder an der Zahnbürste. An der Seite. Da wo die Käse-Dings drin ist. Aber immer merken, wenn ihr keinen Kuchenzieher habt, einfach den Kuchen reindrücken. Das war doch von vornherein klar, oder? So wird's gemacht. Jetzt müssen wir halt nur noch gucken, ob man das hier irgendwie... Ja! Geil! Kommen wir nicht raus? Nein, kommen wir nicht raus. Kein Problem. Muss noch weiter rein. Das ist nicht so schwierig. Als ob. Ja, Zähneputzen wird lustig. Jetzt. Ich mach mal voll, ne? Nein, gut. Reicht? Na, aber. Da ist doch die Flasche gleich leer. Das ist auch besser. So. Ja, wir haben nämlich nichts mehr zum Verschließen. Das ist cool. Oh Gott. Da passt so eine Weinflasche tatsächlich in zwei Becher. Da ist echt nichts mehr drin heutzutage. Wobei, was ich euch gleich mal zeigen muss. Flasche leer. Ein ganz wichtiger Unterschied von Deutschland zu Amerika ist, die machen ihre Flaschen einfach mal voll. Da ist wirklich also eine Mini-Luftblase, wenn man das jetzt mal so sieht. Die sind bis zum Rand hin voll. Wohingegen bei uns in Deutschland einfach mal so ein Stück meistens fehlt. Das ist eigentlich echt Beschiss. Und das finde ich gut hier in Amerika. Die Flaschen sind voll. So wird's gemacht. Und jetzt trinken wir Wein. Bis dann. Und da man nicht nur vom Wein leben kann, haben wir uns gedacht, gehen wir noch was essen. Und dann haben wir einfach mal bei Google geguckt, was hier so typisch amerikanisches Essen ist. Ja, Burger und so. Und da haben wir den Famous Burgers Laden gefunden. Der hat eine richtig gute Bewertung. Deshalb schauen wir da jetzt mal rein, ob wir da was Leckeres bekommen. Sieht jetzt ziemlich leer aus. Man könnte sich hier zwar auch draußen hinsetzen, aber es sind gefühlte 50 Grad. Deshalb gehen wir lieber rein, wo es ein bisschen klimatisierter ist. Bis gleich. Schon sind wir drin und haben unser Essen bekommen. Ich habe einen Bacon Cheeseburger mit Cheesy Fries. Und du hast einen Western Bacon Cheeseburger mit Garlic Fries. Ich muss sagen, die Leute hier sind echt nett. Und ich hoffe, das Essen schmeckt auch. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ich werde es euch wissen lassen. Ich wusste doch gleich, das wird lecker. Und weil es so lecker war, werden wir gleich noch einen Burger bestellen. Und ich werde die Jungs hier mal fragen, ob ich ihnen beim Zubereiten über die Schulter filmen darf. Denn das sieht echt toll aus, wie sie das machen. Die machen das echt mit Leidenschaft. So wie es eigentlich gemacht werden sollte. Und ja, vielleicht haben wir Glück. Und ich kann es euch genau jetzt zeigen.
this. Yeah. USA. Perfect. Und das ist der Burger, der entstanden ist. Ein Kobelrind-Burger. Für alle, die nicht wissen, was Kobelrind ist, ist nicht schlimm. Ich auch nicht. Es ist anscheinend eine Kuh, die noch extra massiert wird, damit das Fett sich so irgendwie verteilt. Und ja, jedenfalls ist es das teuerste Rindfleisch, was es gibt. Und es soll auch gut schmecken. Nur fällt hier gleich alles raus. Deshalb fang mal an mit Essen. Das will ich sehen. Und, gefällt dir das? Das gefällt mir. Perfekt. Das ist der Burger. Das ist der Burger. Ihr habt's gehört. Famous Burger heißt, die Jungs sind echt okay. Und also ist echt ein Geheimtipp, wenn ihr mal in Sacramento seid. Ich weiß nicht, ob es das noch irgendwo anders gibt. Aber Famous Burger ist auf jeden Fall richtig nice. Schaut doch mal, was hier einfach mitten auf der Straße steht. Wir wollten gerade losfahren und da kamen die Teile auf die Straße gelaufen. Hunger! Nein, nicht Hunger! Ich nehme euch mit for takeaway! Sei mal vorsichtig. Hier, guck mal zu. Wie geht das denn? Wo kommt ihr denn her? Oh Gott! Also wie gesagt, hier in Amerika ist alles möglich. Keine Ahnung, wo die hergekommen sind auf einmal. Wir fahren jetzt auf jeden Fall zurück ins Hotel. Und ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, wo wir morgen hingehen in Sacramento. Habe ich das schon gesagt? Nee, ich glaube nicht. Also falls doch, entschuldigt, aber falls nicht. Wir gehen morgen auf die Wizard Comic Con hier in Sacramento. Da werden einige mehr oder weniger bekannte Schauspieler auch da sein, unter anderem aus den Filmen Charmed und Buffy und ja, das sind meine wichtigsten Filme, so Serien. Und da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ich denke, gerade Comic-Con in Amerika, da hat man richtig Spaß, das fetzt bestimmt. Und ja, wir fahren jetzt noch zurück ins Hotel und mal sehen, heute Abend wird eh nichts mehr passieren. Da wir ja morgen, ich glaube um 10 geht es los, früh aufstehen, frühstücken und auf die Comic-Con. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder, was dann höchstwahrscheinlich von der Comic-Con sein wird. Also bis dahin, macht's gut, tschüss!